Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute bin ich mit der Miri unterwegs. Und zwar ist die Miri ja ein großer Forsthaus-Falkenau-Fan. Und ich habe vor kurzem herausgefunden, dass das Forsthaus in Dietramszell steht. Und deswegen haben wir da heute hingefahren und waren halt auf die Spuren vom Förster unterwegs. Waren da nur am, wie hat der See geheißen? Hacken. Haben da nur einen Hackensee gegangen, also wunderschön. War ein Waldweiher, also da wo auch viele Szenen gedreht waren, waren wir halt da. Und wie gesagt, war eine super schöne Wanderung. Miri hat es dann einmal geschmissen. Wer das alles sehen möchte, der bleibt einfach dran. Hier sind wir vor der Kirche. Da haben sie georgelt da drin. Das ist kein Tritt. Ihr seht, sie ist abgebrochen. Geht hier drüber. Aber wenn euch der drauf fällt, dann war's das. Und deswegen immer nach oben schauen, wo man sein Lager aufschlägt. Das ist der wunderschöne kleine See, den man im Film immer gesehen hat. Also der See schaut nicht so lecker aus zum Auszudringen. Aber Kaffee ist Kaffee. Nochmal Kaffeewasser. Da sitzt noch ein Haufen Sauerstoff drin. Aber wenn sich der gelegt hat, haben wir trinkbares Wasser mit Sauerstoff angereichert. Das kommt aber daher, weil das Ding an der Oberfläche war und deswegen Sauerstoff mit eingesaugt hat.
sondern der Geschmackstest. Ist in Ordnung. Schmeckt jetzt gar nicht so braun, wie es ausschaut. So schlimm schmeckt es gar nicht. Also von dem her, Test bestanden mal wieder. Ich mache jetzt Feuer. Wir machen uns jetzt Kaffee. Ich habe meinen M71 Notkocher dabei und mein neues Feuerstahl mit meinem neuen Messer und das testen wir jetzt einfach mal. Es geht schon mal gut los. Und so. Okay, das sollte man vielleicht vorher auch wieder. Also, Feuerstahl funktioniert schon mal sehr gut, muss ich sagen. Gibt es nichts. Kaffee kocht. Ja, wir haben uns einen ganz kleinen Unterstand gebaut und jetzt gibt es Brotzeit. Juhu! Ich freue mich. Ja, was hat sie denn alles eingepackt in mir? Salami, Paprika, nochmal Salami. Was ist das? Was hast du da gemacht? Und Weintrauben. Und eigentlich nur Mozzarella-Spieße, aber die haben noch im Kühlschrank. Haben wir da noch alles? Marmelade? Butter. Butter. Milli. Also man kann sagen, was man macht, aber beim Essen macht ja da keiner was vor. Und die Nachspeise. Jetzt Frühstück. Manchmal ist es sehr einfach, Frauen glücklich zu machen. Heller Aufstieg. Von unten sind wir gekommen. Wieder ein sehr sinnvolles Schild in die Blumen darf man nicht reiten. Nie in die Blumen reiten. Platz mehr hat für Hütten zum Bauen. Ja, man baut es einfach mitten in Zähne. Jetzt auch noch nicht gesehen. Eine eigene kleine Insel. Miri hat's gelöffelt.
super Weg ausgesucht. Ach cool, die hängt da hier so rum, die Schnecke an ihrem Haus. So, jetzt geht's da quer durch den Wald. Das glaube ich ist einfacher. Oder auch nicht. Die Spannung steigt. Wir sind kurz vorm Forsthaus Falkenau. Miri ist schon ganz nervös. So. Das müsste die Einfahrt sein, wenn wir richtig sind. Ja, schaut aus wie im Film, die Einfahrt von hier aus. Das ist es auch. Aha, die Küche, sein Büro. Alles da. So, und jetzt schauen wir uns nur vorne die Terrasse an, wenn wir schon mal da haben. Also. Das Forsthaus Falkenau. Und seine Lebensgröße. Da links sieht man die Terrasse, wo immer gefilmt wurde. Da hier nicht viel los ist, haben sie da hier in Ruhe auch filmen können. Action. Forsthaus Falkenau. Mit sowas muss ich leben. Gehen wir noch zur Tierarztpraxis. Und schon fängt es wieder das Ring an. Also das gleich gegenüber, stimmt. Der kenne ich auch. So, und dann nochmal von der anderen Seite. Sieht also immer nur so aus wie damals. Schießstand mitten im Wald. Hier war das, wo der Rombach mal unter Kies begraben wurde. Sah im Fernsehen ein bisschen größer aus. So, das war es heute von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Und falls noch nicht passiert, noch mehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ansonsten sage ich, danke fürs Zuschauen. Euer Miri und Stefan von Outdoor Chiemgau.